Hallo Leute, hier ist der Nie mit seinem wöchentlichen verbalen Durchfall, auch bekannt als Z-Log. Ganz genau. Ich möchte die Woche mal wieder über den Mist reden, den ich gemacht habe. Dieses Mal wird es ein bisschen sozialer. Ich habe kaum gezockt, ich habe ein bisschen mit Zephyron und Cliff gespielt, aber das war's eigentlich. Und daher lasse ich das mal ein bisschen außen vor, dass ich Tits auf weitergezockt habe, dürfte klar sein, aber halt auch wirklich nur sehr kurz. Auch Neues gesehen habe ich nur ein bisschen Smallville, was ich gerade durchgucke, und ich finde den Lex Luthor Darsteller einfach so unglaublich gut, so unglaublich super. Michael Rosenbaum, der leider kaum was gemacht hat, der hat nur ein paar Serien mitgespielt und das war's, und ist halt Synchronsprecher in vielen Zeichentrickserien, weil ich den wieder cool finde, aber ich würde ihn gern weiter in solchen Rollen sehen. Und er sieht mit Glatze einfach unglaublich gut aus. Also für einen Mann. Muss ich einfach mal so sagen, das steht ihm einfach. Gut, ansonsten, was habe ich gemacht? Ich war seit dieser Woche gehe ich wieder schwimmen. Ich versuche das jetzt regelmäßig zu machen, zumindest zweimal die Woche. Erstmal so ein bisschen, damit ich ein bisschen Bewegung kriege. Finde ich, kann man ja durchaus mal tun. Und ich war zum Bewerbungsgespräch, das habe ich ja gesagt. Ich war in Berlin im Staatlichen Institut für Musikforschung preußischer Kulturbesitz. Oh. Und so ein Potsdamer Platz und ein, naja, sehr modernes Gebäude. Und es lief mittelprächtig, aber mal schauen, was das wird. Also drückt mir die Daumen oder drückt sie mir nicht, je nachdem, ob ihr mir das gönnt oder nicht. Gut. Dann habe ich mich gestern mit einer alten Freundin getroffen und war mal ein sehr entspannter Tag. Normalerweise habe ich ein bisschen Berührungsängste bei der, aber es war mal sehr schön. Wir haben sehr, sehr viel gequatscht und sehr viel ausgetauscht über was Sachen, die so in letzter Zeit passiert sind. Ich habe es jetzt auch seit einem Jahr fast nicht mehr gesehen. Also abgesehen von einem kleinen Treffen auf der Buchmesse, das kann man nicht wirklich dazu zählen. Das waren vielleicht 15, 20 Minuten, wenn es hochkommt. Und nee, war ich sehr, sehr zufrieden mit. Und heute war ich unterwegs mit einer relativ neuen Bekannten von mir und ich habe sehr, sehr viele schöne Graffitis gesehen und auch fotografiert. Und die waren an sehr versteckten Orten und das fand ich halt schon ziemlich cool. Wir haben auch genug anderes gemacht. Ich habe ein paar nette Leute kennengelernt dadurch. Zwei, um genau zu sein. Nee, fand ich schon extrem cool. Also ich gehe ja nicht so oft raus, muss ich ja mal ganz ehrlich zugeben. Aber diese Woche war denn schon wirklich erstaunlich, sagen wir mal, für meine Verhältnisse. Gut, das war's eigentlich auch schon fast. Ich will einfach bloß sagen, womit ich mich nächste Woche ein bisschen beschäftigen werde. Mal davon abgesehen, dass ich ein paar Unterlagen raussuchen muss. Naja, gut, das muss ich eigentlich schon seit einer ganzen Weile. Hust, ja, ich und meine Ordnung hier bei solchen Sachen ist grandios schlecht. Und ich werde, was ich mir von der einen ausgeliehen habe, Mugen Swords spielen. Mugen Swords ist von NES, also Nippon Ichi Software, in dem Fall America, also die englischen Versionen davon. Und das ist halt eine Firma, die Spiele macht, die einen sehr, sehr großen Retro-Look haben, sehr knuffigen, meist gezeichneten Look. Und ich mag die Firma sehr gerne. Die mal bringen Spiele eigentlich nur auf Englisch raus. Ich bin mir ganz sicher, ob es überhaupt mal irgendeinen auf Deutsch gab in Deutschland. Ich glaube nämlich nicht. Und sie sind alle megamäßig durchgeknallt. Die meisten sind megamäßig japanisch und sie machen mir einfach einen Höllenspaß. Und es wurde mir, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, oh cool, ich wollte es mal ausprobieren, aber es war ganz schön teuer und deswegen habe ich es gelassen. Und sie meinte, ja, versuch ruhig dein Glück, ich habe das Kampfsystem irgendwann nicht mehr begriffen, weil es mega kompliziert sein soll mit Emotionsspektren und Typ, in den du dich verwandeln musst, also so, den du dich verwandeln musst. Das klang einfach super interessant und ich werde einfach mal zusehen, ob ich überhaupt reinkomme. Und ich werde mir heute Abend wahrscheinlich noch Death of a Superhero ansehen. Ich glaube, Indie-Film aus Deutschland, in der deutsch-irischen Koproduktion über einen, ich glaube, krebskranken Comic-Nerd, wenn ich mich gerade nicht täusche, der sich für jemanden einsetzt. Ich habe nur einen Trailer gesehen, ich glaube, bei dem Film Kriegerin. Und auf der DVD, und das fand ich da super interessant. Also, den habe ich gestern, als ich unterwegs war, zufällig gefunden. Gut. Oh, Moment, da fällt mir ja glatt ein. Ich habe das neue Casper-Album.
Und ich habe ja vielleicht mal erwähnt, ich bin ein relativ großer Casper-Fan mittlerweile. Ich war noch auf keinem Konzert, es ist auch fast unmöglich, dass Konzerte eigentlich permanent ausverkauft sind. Aber ich habe mittlerweile so ziemlich alle Alben auf irgendeine Weise rangekriegt. Über Freunde oder über meine alte Arbeit mal ausgeliehen und solche Sachen, um mal reinhören zu können. Und das neue Album ist überraschend fröhlich. Habe ich nicht gedacht. Also der Musikstil ist sehr fröhlich, sind sehr viele Instrumente mit drin, unter anderem auch Blechbläser, womit ich nicht gerechnet habe, was ich sehr, sehr cool finde. Es irritiert mich ein bisschen, weil es halt ein ganz anderer Stil ist als den ich bisher von ihm kenne, aber ich finde es trotzdem gut. Aber ich muss halt ein bisschen mehr reinkommen. Das ist halt so eine andere Geschichte. Es ist öfter mal bei mir mit CDs von Künstlern, die ich kenne, so, wenn die so ein bisschen anders sind plötzlich, so ein kleines bisschen, wo man so den Grad nicht genau erkennt, was es jetzt ist, finde ich es immer interessant, das so nach und nach herauszufinden und so für sich selbst festzumachen, was anders ist. Und dazu muss ich sagen, ich habe gestern allen Ernstes das letzte Exemplar in der Leipziger Innenstadt, glaube ich, gefunden, weil ich bezweifle, dass Karstadt oder Galeria Kaufhof da noch welche da welche hatten, so richtig. Und ich bin echt durch die drei größten Läden, wenn es darum geht, also in der Innenstadt gerannt und habe nur eine einzige verdammte CD, ein einziges Exemplar dieses Albums gefunden. Das hat mich sehr, sehr irritiert und auch der erste Verkäufer im Saturn am Hauptbahnhof in Leipzig, als ich gefragt habe, ja, ist davon noch eine da? Und er guckte nach und what? Nein! Ist der so Mainstream? Was soll? Der kam überhaupt nicht damit zurecht. Das fand ich super. Also, dass die Leute, die in solchen Abteilungen arbeiten, sich auch mit Musik auskennen und so ein bisschen mit dem, was dort so hin und her geht und dann auch mal überrascht werden von sowas, finde ich echt cool, muss ich mal zugeben. Also, nee, finde ich schon ziemlich cool, wie gesagt. Gut. Dann, ach, mach ich gleich noch, weil ich gucke auf die Uhr und es sind gerade mal 7 Minuten um. Das geht nicht. So kann ich euch ja nicht aus der Woche entlassen. Ich habe ein Buch durchgelesen, das ich von meinem Kumpel Tobias bekommen habe, nämlich Ensel und Krete. Ensel und Krete ist, glaube ich, das erste der Zamonien-Bücher, wenn ich mich gerade nicht täusche. Wer von Zamonien nichts weiß, aber kennt vielleicht den Namen Weitermörs. Weitermörs ist der Schöpfer des kleinen Arschlochs zum Beispiel und von Captain Blaubeer. Und Captain Blaubeer ist zum Beispiel auch eine Kreatur Zamoniens. Das ist ein fiktiver Kontinent, einer der größten fiktiven Universen, die es überhaupt gibt, neben Mittelerde und allen Kontinenten, die dazugehören. Dem Gesamtwerk von Asimov, ich habe leider seinen Vornamen vergessen, der mehrere Galaxien quasi geschaffen hat, im Alleingang, also die von einem Menschen geschaffen wurden, geht es hier gerade drum. Dann Westeros samt gesamter Welt, also Game of Thrones. Und der Scheibenwelt ist denn Zamonien, glaube ich, das nächsthöchste. Und einfach einer der kreativsten Welten, die ich kenne. Ist total durchgeknallte Fantasy mit vielen Ansätzen und Anspielungen auf Dinge, die wirklich existieren oder existiert haben, was schon interessant ist. Und Ensel und Krete ist ein Märchen, geschrieben von einem fiktiven Autor, von dem auch zwei der Bücher bisher handeln. Es wird noch ein drittes und wahrscheinlich noch ein viertes über ihn kommen, nämlich Hildegunst von Mythenmetz. Hildegunst von Mythenmetz ist ein Dinosaurier aus der Lindwurmfeste. Und die werden dort alle so, ach, was weiß ich, 900 Jahre, 1000 Jahre sind im Dreh alt und sind fast alle Schriftsteller oder haben halt irgendwas mit Schriftstellerei zu tun, sind Setzer, Drucker, irgendwas in der Art. Und er hat halt ein Märchen in seiner Interpretation geschrieben und zwischendurch immer eine sogenannte mythenmetzsche Abschweifung eingeworfen. Und das ist einfach mal insofern lustig, weil er spricht in diesen Abschweifungen über alles, über seine politischen Ansichten, er macht seinen größten Kritiker runter, er redet darüber, wie sein Schreibtisch aussieht und solche Geschichten. Und es war einfach so abstrus und so schwer bekömmlich an manchen Stellen. Also es ist echt grenzwertig, dieses Buch, aufgrund dieser Abschweifung und die Geschichte im Hintergrund ist auch ziemlich, ziemlich schräg. Also eine Hänsel- und Gretel-Adaption mit zwei Art Gnomen. Fernharchingen heißen sie, glaube ich. Verzeihung. Ausgesprochen. Und das sind so total liebe Wesen, die nichts was Böses sehen. Und das sind einfach zwei Kinder, die eigentlich nur ein Abenteuer gesucht haben und sich im Wald verlaufen und von einer Illusion in die nächste laufen, einem Stollentroll einer Art Lügenbold,
der Welt begegnen und zwischendurch sind immer ewig lange Fußzeilen, die die Wesen erklären und so weiter. Es ist einfach, ganz ehrlich, wer Fantasy mag, sollte an diesen Büchern nicht vorbeigehen. Sie sind echt, ich kenne keins davon, das wirklich schlecht ist. Das Neueste war nicht überragend, aber trotzdem kreativ und gut geschrieben. Und ich freue mich schon auf die Fortsetzung davon, weil es wird eine kommen. Und ich hoffe, sie kommt bald. Weil es zieht einen in diese Welt rein. Mit allen möglichen verrückten Wesen von Schrecksen und so weiter. Oder Wolpertinger. Wolpertinger sind übrigens eine wirkliche Mythenfigur aus Bayern. Und eigentlich sind es Tiere, in denen so aus jedem Tier was drin steckt. Also zum Beispiel, ich habe mal jemanden gesehen, der hat eine Wolpertinger gebastelt. Also er hat diese fertige Figur gesehen. Das war ein Hase mit kurzem Hirschgeweih, einem Forellenschwanz, glaube ich, und Fledermausflügeln. Und ich glaube, die Hinterbeine waren noch von einem Vogel. Also schon ziemlich viel gewesen. Hier sind es halt Hunde mit Hörnern letzten Endes, die zweibeinig laufen können und reden können, aber nicht schwimmen können. Und der Charakter heißt Romo und Romo ist so meiner Meinung nach das Coolste von den Büchern, weil es halt ein klassischer Helden-Fantasy-Roman eigentlich ist, aber mit einer super Geschichte hinter und einer sympathischen Hauptfigur, die viel dazulernt. Ansonsten das Kreativste ist die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Also, wie gesagt, ich kann jedes von den Büchern empfehlen, aber 13,5 Leben des Captain Blaubeer und Rumo könnten, glaube ich, den meisten gefallen und die Stadt der träumenden Bücher für alle, die Literatur lieben. Es sind so pervers viele Anspielungen drin. Ich kann echt Walter Mürs nur empfehlen. Gut, und jetzt nur eine kleine Frage. Einfach mal so. An die Leute, die sich ein bisschen mit Technik auskennen. Seit wann werden noch Schwarz-Weiß-Scanner benutzt? Ich wusste nicht mal wirklich, dass sowas existiert. Es irritiert mich total, ganz ehrlich. Ich weiß nicht warum. Aber ihr müsst auch nicht wissen, worum es geht, aber anscheinend gibt es echt Organisationen, die nur Schwarz-Weiß scannen können. Ich weiß nicht, warum mich das so irritiert, aber ich dachte eigentlich, das gibt's nicht mehr. Also, oder nur dual, aber ihr versteht vielleicht, was ich meine. Es ist sowieso gerade ein Mindfuck bei mir. Ich kann mir nicht helfen. Gut, ich würde sagen, das reicht jetzt für die Woche. Ja, 12,5 Minuten passt ungefähr. Ich will jetzt nicht noch irgendein Thema anfangen, auch wenn ich es wahrscheinlich könnte. Ich könnte auch viel, viel mehr über die Walter Mörs Bücher reden, weil ich mittlerweile alle gelesen habe. Also, falls ihr das wollt, dass ich mal über die rede, dann kann ich das versuchen, mich zu erinnern, was da alles drin stand, um mir was zurechtlegen. Aber ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Semni.